So, dann gibt es doch noch eine ganz kurze Aufnahme. Das ist wirklich eine kleinere eher. Ich glaube, jetzt habe ich fast ein komplettes Set zusammen. Nice. Ich habe gerade noch eine Quest angenommen von diesem Questboard. Ich glaube, es wird schon Sinn machen, dass wir das Ding nochmal farmen. Also die Schuhhammer und Kern. Eigentlich alle drüben können wir uns erstmal so ein paar. Oh Gott, ey, diese weißen Screens immer. Hier habe ich es angenommen. Dann, schau mal her. Hier gibt es einfach mal 75 S-Protect und eine Box of Stamina, was auch immer das Ding drin hat. Das wirkt eigentlich ganz nett. Hier weiß ich nicht, 50 Emeralds ist halt okay, nice, I guess. Keine Ahnung, aber ansonsten hier. Creators, keine Ahnung. 75 S-Protect sind auch 75 Mille oder so. Und wir brauchen S-Protect, um unser Set zu uppen. Von daher, ja. Ich würde sagen, das machen wir einfach dann mal. Genau, Kern. Ja gut, Lafan müssen wir halt farmen. Naja, machbar. Giant Lafan. So, Nummer Uno. Oh nein, Paletskills gehen aus. Was haben wir hier? Lucky Drop. Okay, direkt raus. Ja, einfach rein, die Party da. Das Beste oder nichts. Was droppen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Wir droppen Shurian. Geil. Shurian? Wir haben 3 Teile. 4? Wir haben einen vollständigen. Das gibt's doch nicht mehr. Warum droppe ich immer das, was ich nicht brauche? Zum Kotzen. Aber hey, ich kann ein vollständiges Shurian-Set verkaufen. Ist ja auch okay. So, und ich meine, im Prinzip ist es sogar wirklich passend, weil, gut, ich meine, Schuhe müssen wir jetzt nicht killen, Kern auch nicht, aber 100 Stück als AOE-Typi geht's halt. Ach nee, wobei, wir sind halt aktuell auf gar keinen Drop. Wow. Ah nee, warte mal. Nee, wirklich gar keinen Drop. Schön. Aber das AOE-Typi find ich geht einigermaßen. Also wir können trotzdem AOE auch auf pur STR jetzt. Von dem her würde ich mal sagen, wir probieren es einfach mal. Und klar, ich meine, die Spawns sind natürlich jetzt nicht gerade so geil. Also das ist schon ein bisschen zu wünschen übrig in der Regel. Aber ja, schauen wir mal. Genau, Pet. Ja, Pet müssen wir irgendwann mal auf 9 machen, aber 1, 3, 5, 7 ist ja schon wirklich mal gut genug, würde ich sagen. Oh, warum müssen wir keine Glafans killen? Das wäre hier cool. Da kommt gar nichts, oder wie? Der Gegner campt wieder irgendwo wahrscheinlich, oder weiß ich nicht. Der ist noch nicht mal gespawnt oder so. Kein Plan. Ja, naja. Boah, wir müssen noch so viel Schmuck farmen, das ist halt. Ah, hier, voll. Also, Schmuck dann zum Upgraden und so. So ist Pet draußen, das geht um einiges schneller. Ich meine, wir haben immer noch unser STA-Schmuck da draußen. Wir haben. Auch das Set ist ein STA-Set, das ist nicht mal ein 101-Set. Lol. Also unser Schaden ist schon geil. Ich glaube, mit STA mit Damage-Schmuck und Damage-Set und einem Damage-Schwert und besseren Erweckungen, vielleicht noch ein paar Socken drin, glaube ich, könnten wir schon ziemlich durchstarten. Also ich rede wirklich davon, dass wir 100k Damage 100k, glaube ich, sollte drin sein. Oder? Denkt ihr nicht? Ich glaube schon, doch. Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben aktuell das bei einem Level drüber. Ich glaube, 38k haben wir vor Max sehen. Und hier ist noch sehr viel Luft nach oben. Es fehlen noch so viele Power-Ups vor allem. Oh, 3 Waffe, 3. Oh, nice. Sehr geil. Richtig, richtig geil. Okay, das ist super. Können wir jetzt schon. Was haben wir erstmal? Killen wir die gerade 101 oder killen wir die AOE? Advanced.
Wir brauchen aber Captain Schuhhammer. Captain Kern. Hier ist Captain. Okay, also wenn wir die 2 hätten oder fast 1 hätten, glaube ich, müssen wir die jetzt nicht AOEen. Na, 2 hits. 50k haben wir gerade gemacht. Lol. Weil ich dazu sagen muss. Okay, also. Oh, die Dinge hier zu killen, das sackt halt schon echt ein bisschen. Ich meine, man kriegt die schon weg und so, aber. Oh, das ist unangenehm, Dinge zu killen. Vor allem, weil die einfach so durcheinander sind. Wenn es einfach nur irgendwelche Kerns wären und so, dann halt, ja, wäre schon machbar. Wäre schnell machbar vor allem. Das Ding ist, ich will euch auch jetzt nicht irgendwie langweilen oder so im Video. Das heißt, sollen wir den jetzt onscreen farmen? Echt schwer zu sagen irgendwie. Jetzt haben wir ein Fünftel schon. Ich meine, es geht ja fix eigentlich. Ja, okay, hier ist ein guter Spawn. Das glaube ich, machen wir onscreen. Also solange es so gut läuft, machen wir es onscreen. Das passt schon, glaube ich. Jojo. Crafting-System. Ich würde sagen, wir scrappen auf alle Fälle nochmal einiges. Was scrappe ich jetzt hier aktuell alles? Okay, das ist gut. Ein Drittel mal geschafft. Lol, Level 1, okay. Boah. Ich meine, wir könnten. Oder was kriegen wir? Nee, wir kriegen diesen komischen Dust. Nee, dieses Scrap macht eigentlich keinen Sinn. Die sind zu teuer dafür. Sind wirklich zu teuer dafür. Lass uns mal kurz noch schauen. Wie sieht's denn hier aus mit. Nee. Wie heißt denn hier klar? Aha. Sind die irgendwie sortiert oder ein Bloody Dragon? Ich glaube, wir scrollen einfach durch, das ist das Einfachste. Okay, fast die Hälfte haben erreicht. Ja, es geht schon. Ich weiß auch nicht, ob wir uns so einen Knuckle kaufen sollen. Ich meine, 3 Pärchen sind effektiv jetzt nicht die Welt für uns effektiv. Holy Tank, okay. Man weiß nicht, ob wir später dann droppen werden oder halt eben nicht. Kann alles sein, kann auch nicht sein. Das ist halt echt immer eine große Frage. LGA. Wait, ernsthaft? Mystical Gratos? Warum so günstig? Mystical Gratos von Rodiheim. Den droppt man im Shroom Dungeon, oder? Ja, genau. STR und Dex, okay. Wilde Mischung. Kette bringt Damage. Rowdy Gowns. Puh, okay, das ist eine ganz große Frage. Ich meine, werden wir den Shroom Dungeon farmen? Ja, nein. Hier wäre auch noch ein. Ankommen. Oh fuck, das ist ganz schwierig. P22, P24% Mini. Das skaliert sogar auf dem Mini-Block. Okay, die falschen Mobs, nice. Was haben wir bisher gefarmt? Wir haben ja jetzt schon fast ein Pärchen gefarmt, nur mit ein paar Gigs. Ich glaube, wir sollten ihn halt kaufen, oder? Weil für ein Pärchen macht man halt auch jetzt nicht viel falsch. Okay, also ich glaube, wir kaufen das Ding auf alle Fälle noch. Gibt es sonst noch Mystical Merlin? Was ist das denn so wieder? Es gibt zu viel Stuff einfach.
keinen Plan, was das alles ist. Oh lol. Dex. Mystical Mighty. Also für 5 Mio kaufe ich es auf alle Fälle. Haben wir nur einen Teil von Mystical Mighty? Ah, ich kann es nicht rauskaufen. Shit, okay. Mystical Mighty. Ja, das kaufen definitiv. Okay, da werde ich gleich mal rumgehen und einiges einkaufen dann. Ja. Ich darf es bloß nicht vergessen. Das wäre nämlich sonst echt mies. Ey, diese Advanced Cairn, what the fuck? Was ist das bitte? Jetzt komm, stirb doch endlich. ...90% schon, lol. Wir leveln halt nicht mal schlecht eigentlich. Rainbow Fire haben wir gedroppt, okay. Was haben wir noch gedroppt? Okay, irgendwelche random Sachen. Achso, lass uns mal kurz schnell nachschauen. Im Crafting. Wir sollten uns auch schon diese... Ich will die 105er Waffen scrappen. Nein. Ha. Die Ding können wir auf alle Fälle mal scrappen. Hä? Ach hier, lol. Lusaka, it's... Hier, Legendary Dust, genau. Warte mal, lass uns überlegen. Sollen wir noch irgendwie was behalten? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich müssen wir nicht unbedingt was behalten. Ja, nicht wirklich. Komm. Weg damit. Einen das. Wir bräuchten noch mehr als einen. Bestens so 32 auf einmal. Ah, bloß immer bloß einen bekommen. Okay, ich weiß nicht genau, was wir brauchen, um diese Dinger zu craften. Um das Set zu craften. Ich glaube, ein Ding reicht, glaube ich, nicht. Na komm, Blacksmith. Unique Craft. So, Bildpause, jetzt schauen wir nochmal kurz nach. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, was wir am besten craften sollten. Keine Ahnung. Ach nee, nicht Unique, sorry. Ja, doch, Unique. Ich bin schon wieder so verwirrt, Mann. Holy shit. Category Armor. Hatten wir nicht irgendwie... War ich gerade nicht irgendwo drin, wo man... Ich komme nicht zurecht. Ich hatte doch gerade irgendeinen Tab offen, wo man die andere Rüstung craften kann. Oder verwechsel ich gerade irgendwas? Oder waren es Weapons? Nee, waren es Weapons? Waren es Waffen? Habe ich gerade bei Waffen nachgeschaut? Ja, es waren Waffen. Stimmt. Shit. Ich verstehe aber auch nicht so ganz, warum man das eine craften kann, das andere wieder nicht. Also es geht mir alles nicht so ganz in den Kopf rein. Ja, genau. Was sagt denn die Golden Big Axe hier? Die sagt Craft uns, okay. Wobei, was bringt denn hier die andere Axt? Ach ne, ich hab's drüber gehandelt. Scheiße. Lusaka suche ich gerade. Lusaka. Hier haben wir Lusaka. Heavy Axt. 10%. Okay, das ist einiges weniger. Naja, gut, dann müssen wir halt die andere Waffe craften dann. Bloody wäre natürlich auch geil. Okay, ja, also wir müssen das Zeug halt auf alle Fälle droppen. Oh, das wird painful. Das wird echt painful. Falsche Mobs. Mann.
83. Wie lange nehme ich aktuell auf? 15 Minuten. Okay, ich farm den Rest auf alle Fälle offscreen. Und werde einfach zum Ende nochmal reinkommen und einfach nochmal kurz zeigen, so hey, hier ist die Quest und so weiter. Genau. Oder vielleicht kaufen wir irgendwie uns auch so eine Axt oder so. Two-handed Axt. Oh, die wäre schon geil. Diese viel besser. Also werde ich auf alle Fälle mal schauen, dass ich die irgendwo kaufen kann. Weil mit der Axt tanken wir halt easy den ganzen Shit weg. Ja, safe. Okay. Na gut, dann geht's gleich weiter. So, der zweite Teil ging eigentlich ziemlich schnell. Ich habe die einfach schon weg AOE'd und hier gibt es halt wirklich Milliarden an Mobs. Wirklich Trillionen, also das kann ich gar nicht vorstellen. Es waren effektiv so 3 AOEs und das war's dann. Achso, ein bisschen blöd. Wir können dann direkt so hin. So, einmal, zack, 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 super. Dafür gab's jetzt. Ja, Grilled Eel. Oh, okay. Nehmen wir mit. Und wir haben noch was bekommen. Hier 75 S-Protect. Irgendwo. Okay. Nett. Ja, gut. Was gibt's eigentlich sonst noch alles? Nein. Boah, gibt's safe irgendwelche Questboard? Weekly Quest? Mind Changer. Oh Gott, da müssen wir nochmal. Also, machen wir jetzt nicht, aber müssten wir, oder wie? Gongori. Restart 3, Gildis, Penia. 12 Mille nur? What? 12 Mille macht auch auf dem Level keinen Sinn. Aber hier. Warte, stopp. Hier gibt es noch eine Daily Quest. Okay. Hot Duke. Okay. Wobei, es ist halt Food, glaube ich, oder? Und Food sind ein bisschen rar. Reversion Box. Ja gut, wissen wir nicht, wie viel es drin sind. Luia 50, Luia. Wait, das ist aber machbar. Komm, das machen wir noch schnell. Also 150 Luia haben wir schnell gekillt, vor allem, wenn es einfach alles sind. Oh, das passt. Das machen wir noch. Gibt es einen Rang da? Ich glaube schon, oder? Ja, genau, hier ist die. Oh, wait. Ah, IQ 500 Move. Ich weiß, wie wir LG-Waffen kriegen. Wobei, die Ranks sind ja, glaube ich, so ekelhaft, oder? Ja, ja, vielleicht lieber doch nicht. Andererseits. Nee, wir leveln weiter. Ohne Witz, wir leveln weiter. Wir machen 120, wir holen uns die LG-Waffen und so aus dem Aminus-Dungeon. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, was keine sinnvolle Idee ist. Wir brauchen auch die Sets, die 105, und die kriegen wir auch noch bei Gigs wieder. Aha. Oder kann man die so droppen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die auch so droppen, keine Ahnung. Na, no, jetzt holt mich doch nicht, Mann. Das Ding bringt einfach Speed, lol. Einfach so Speed? Okay. Interessant. Boah, ich hab letzten Tage so viel bestellt. Morgen kommt einfach. Ich glaube, ein Postbote wird mich einfach umbringen oder so. Der wird komplett den Verstand verlieren wahrscheinlich. Ich habe 4 Kleidung bestellt. 6 Kilo. 6 Kilo Filament zum 3D-Drucken. Übrigens in 3 Paketen verteilt. Und was noch bestellt? Ne, nochmal Kleidung sogar. Und was habe ich noch bestellt? War es das schon? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, das war's. Also effektiv 1, 2, 3, 4, 5, wahrscheinlich 6 Pakete kommen morgen.
Oh ja, der wird sich richtig freuen. Der wird sich richtig freuen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze auch ankommen wird. So. Jetzt kommt her. Ja, das geht aber ganz gut eigentlich. Wie wird Danny Bernard sagen, beschweren kann man sich da eher weniger? Dann brauchen wir ein paar andere Luias hier, die nicht so Premium-Luias. Wo sind denn die schon wieder? Ach, die Spawns. Rookie hier. Rookie und Captain brauchen wir. Okay, die Gewässer ist doch wieder ein bisschen mehr als gedacht eigentlich. Ich dachte mir, das kriegen wir halt wirklich ganz easy mal ganz schnell hin und so, aber... Das Problem ist, weil Spawns halt echt so ein bisschen... Ja... Nicht so... Oh nein, bleib doch da. Sind echt ein bisschen suboptimal, die Spawns. So, 50 reicht, super. Gibt's da hinten noch ein paar Rookies? Gibt's doch nicht. Es gibt halt nur Advanced Luia. Come on, ernsthaft? Captain, okay. Hier sind Ja, okay, gut. Captain, kann gut sein, dass wir schon einen guten Spawn kriegen jetzt. Wobei, Gutes hat auch wieder komplett übertrieben. Gutes ist halt in keiner Welt irgendwie. What? Ach man. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Shit. Ach man. Das läuft ja wieder einwandfrei. Da hinten vielleicht? Da kommt einfach auch nichts mehr. Och man, warum muss ich das wieder so ziehen jetzt? Ich dachte mir so, ja, easy, gleich gemacht und so. Da, oh, warte mal, da unten? Ist auf der Minimap was? Oh ja, ja, okay. Wir saubeln zum Auen. Ja. Ja, naja. Naja. Ich meine, klar, früher muss man auch so leveln. Aber andererseits muss man nicht aufpassen, welche Mobs man killt. Solange es kein Boss war oder so. Ja, ich mach's mal schnell wieder offscreen. So, und ich würde sagen, das war's. Das war's komplett. Bin mal gespannt, was das Ganze jetzt gibt. Restats, glaube ich. Ne, hier gab es keine Restats, oder wie? Reversion. Oh. Shit, das hat sich echt nicht gelohnt, glaube ich. Das hat sich wirklich nicht gelohnt. Mal schauen, was aus dem Ding da rauskommt. Okay, naja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.